Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Bin ich jetzt abgekackt? Das erste Mal? Oder sollte ich jetzt einfach nur das sehen? Weil. Ja, ich glaube schon, dass da irgendwie stehen würde, von wegen, You are dead oder. Keine Ahnung, irgendwie was, ne? Und die Fäulnis ist ja auch nicht weiter nach oben gestiegen. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten das einfach nur sehen. Und jetzt können wir das Tor hier, glaube ich, aufmachen. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay. Hä, war habe ich jetzt gerade doch irgendwas falsch gemacht? Okay, warte. Aber ich. Ja, ich wollte ja hier runterrennen und durch das Tor gehen da unten. Und dann bin ich irgendwie erstickt. Komischerweise. Okay, warte, machen wir nochmal. Oh, ich sah nicht, dass es doch irgendwie, dass das schon dazu zählt, dass ich jetzt gerade gestorben bin, ey. Ich glaube, dadurch, dass ich kurz abmoderiert habe, habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie ein Leben verloren. Ne? Das würde mich jetzt sehr ärgern. Ah. Okay, wir können da oder hier drin. Scheiterhaufen, finde deinen eigenen Weg. Achso, da können wir gar nicht lang, oder was? Ah ja, okay. Ja, find your own way. Ich verstehe schon. Es ist schön, dass der Surt schon auf uns wartet. Habe ich gerade in der letzten Folge Sinnbuhr gesagt? Ach, guck mal, hier ist ein Stein. Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Ja, toll. Das freut mich sehr, dass er groß, ein Riese ist und komplett verbrannt aussieht und schön. Da bin ich doch sehr motiviert. Achso, da unten können wir lang, alles klar. Oh Gott. Okay, einfach immer viel blocken, ne? Wir versuchen das mit dieser Taktik. Und blocken ist ja auch überhaupt nicht mein Spezialgebiet in Spielen. Das mache ich eigentlich gar nicht. Und bin auch durch alle Spiele soweit immer durchgekommen. Aber ich hatte ja auch nie das Problem, dass sich der Spielstand irgendwann mal auflöst. Ich muss auch mal schauen, ob man das nicht vielleicht mit Gamepad spielen kann, weil da wäre ich dann ein bisschen besser dran. It's too Wenn es far. dann um die Kämpfe She'll geht. never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then
She won't. She won't be able to tell. Da oben ist so ein Feuer. Sieht aus wie so ein Stein mit so einem Feuerchen, ne? Müssen wir das hier vielleicht anmachen, das hier oder so? Okay. Da geht's, glaube ich, hoch, ne? Ja, ich glaube da... Huch! Was war das denn? Okay, ich habe mich jetzt kurz erschrocken. Ist das hier noch irgendwie so ein Stein? Nee. Aber das! Ah, guck mal, guck mal, guck mal! Ah, gibt da was, nochmal umgeguckt haben hier hinten in der Ecke? The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping, hoping to find a way to postpone that dark day. Okay. Very interesting. Gehen wir jetzt mal da hoch und machen die... Da müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich, wenn das da angeht, dann auch wieder hier runterrennen, ganz schnell und durch das Tor durch, ne? Wie gerade auch. Nur ist der Weg natürlich jetzt viel, viel weiter. Das knarzt natürlich sehr vertrauenserweckend an. Das... Oh, 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 oh. Okay, das ist ja nicht tief, ne? Also wenn ich da runterfall, dann... The Northmen made fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering. In their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Und diese verbrannten Leichen so da drumherum, ne? Oh. Gucken wir uns erstmal nochmal hier um. Bevor wir das fokussieren. Wir gucken nämlich mal, aha, siehst du, wir können nämlich hier runterspringen. Das dachte ich mir. Wir müssen nämlich gar nicht den ganzen Weg da hinten zurück, sondern können hier runterspringen. Aber das Drehen hier ist echt ein bisschen schwerfällig. Habe ich aber schon geguckt gehabt, so man kann die Maus nicht sensibler einstellen. Jetzt ratze, ratze. Ja, ich renne ja schon, ich renne ja schon. Oh, so direkt ins Feuer zu rennen ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Ich glaube, wir haben noch ein Leben von uns. Komm, ich schreibe mir das mal auf. Ja. Die guckt jetzt auch so an ihren Arm runter, ne? Ah, Mist. Okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir um die Feuerdinger herum... Aber ich wollte halt jetzt direkt geradeaus schnurstracks natürlich durch. Ist ja klar. So, wir rennen so, das war okay. Und dann müssen wir gucken. Wir müssen ja eigentlich wirklich nur geradeaus, ne? Und dann da hinten durch. Ja, okay. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie links, rechts, links durch die... Aber ich habe jetzt auch keinen Durchgang, ehrlich gesagt, gerade bei dem Feuer gesehen. Deswegen dachte ich, man kann vielleicht doch einfach so durchrennen.
hier irgendwo gerade einen Stift. Ich schreibe mir das mal eben auf. So. Dass wir schon 2 Leben verloren haben. Durch unfassbar. Ich habe echt gedacht, dass ich das erste Mal sterbe, wenn ich kämpfe und nicht 2-mal abkacke, weil ich beim ersten Mal abmoderiere und nicht schnell genug renne. Oh. Okay, so. Concentrated. Ich renne. Kann aber noch nicht. Boah, die kommt mir aber auch so lahm vor, wenn die rennt, ne? Ah, okay. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Ja, warum? Was haben wir ihnen getan? Warum haben unsere Götter uns denn verlassen? Warum? Und warum wurde unser Dillian geopfert? Jetzt müssen wir dadurch was? Ich bin einfach nur froh, dass gerade keine Kämpfe kommen. Obwohl, der Platz hier sieht sehr groß aus. Ich hätte vielleicht nicht so eine große Klappe haben sollen. Hier kommt mit Sicherheit gleich noch ein Kampf. Hä, da ist aber ein Tor. Aber hier müssen wir noch weiter, ne? Durch das Tor da. Okay, aber wahrscheinlich ist hier kein Feuerkelch oder was. Ah, ein Steinchen. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Okay. Oh, jetzt kommt Kampf, ne? Oh, es wird dunkel. Oh, das ist aber ziemlich groß, ne? Wo wir uns hier gerade umgucken können. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier lang, weil hier wahrscheinlich irgendwo eine Rune ist oder so, ne? Weil sonst ist hier ja gerade gar nichts. Warum sollten wir sonst so da langlaufen können? Ich gehe aber trotzdem noch nicht oben zum Tor. Ich will trotzdem mal weiter gucken. Ob wir hier vielleicht noch so einen Stein finden. Okay.
hell worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Uiuiui. Mal gucken, ob er noch erzählt, was er so getan hat. Nämlich ja schon. Oh, warte. Wie zeigt er das Zeichen schon? Ist das hier schon irgendwo oder was? Wir gehen mal hier hoch so. Ich glaube schon, dass da oben irgendwo so eine Rune ist. Meine Güte, ernsthaft? Das war jetzt so ein Glücksgriff, einfach weil ich die Stimmen gehört habe und weil der Himmel halt sich wieder so anders verfärbt hat, so. Dass da unten, dass er. Ach du meine, hätte ich noch nie gesehen, ey. Ich habe mir nur gedacht, hier oben muss ja irgendwas sein, so. Warum kann man sonst hier langlaufen? So, wo könnte die andere sein? Ich glaube nicht, dass wir den Weg hier zurück müssen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Den Stein hatten wir uns angehört, ne? Darf man mal hier lang? Ich höre aber auch gerade keine. Also die Stimmen werden irgendwie nicht lauter gerade. Leute, wo ist die andere Rune? Oh, warte. Hallo, Stimmen? Hallo? Egal, wo ich hingucke, ich höre keine Stimmen. Hallo? Warum, hä? Egal in welche Richtung ich gucke, die werden nicht lauter und geben mir keinen Hinweis. Was soll das? So, da ist die Rune gewesen. Ich glaube, ich schneide irgendwie so ein, zwei Minütchen raus, weil ich echt jetzt gefühlte 10 Minuten, so lange war es wahrscheinlich nicht, aber gefühlte 10 Minuten durch diese Bäume hin und her gerannt bin und von jeder Seite versucht habe, irgendwie zu gucken, wo könnte dieses Zeichen sein. Ja, so, weiter geht's. Ein paar Minuten nehme ich jetzt noch auf, dann müsste das eigentlich passen. Ah, okay, hier haben wir schon das Zeichen.
Gut, dann mache ich doch hier eine Aufnahmepause. Und in der nächsten Folge, wir müssen dann hier den Stein wieder aktivieren. Und wir müssen... Boah, das ist ein ganz schön weiter Weg, oder? Ja gut, nee, das ist da vorne. Und müssen dann wieder durch das nächste Tor huschen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.